Herzlich willkommen und hallo bei Not Another Dope Show. Wie wirkt eigentlich LSD? Ich gehe jetzt mal von einem ganz gesunden Menschen aus, der keine psychischen Erkrankungen hat, der LSD nimmt. Hier gibt es tatsächlich bei einem gut verlaufenden Trip verschiedene Herangehensweisen. In einer kleineren Dosierung, sodass man auch total Herr der Sinne ist und gerade mal so ganz leichtes Körperfeeling hat und ein bisschen eine Optik hat, ist geeignet tatsächlich auch für eine für ein Party, großes Konzert oder für ein Festival oder sowas. Ja. Aber nicht nachlegen dann, weil das die Wirkung tatsächlich ja dann auch verändert. Oder man möchte mehr mit ein, zwei, drei Leuten alleine in einer Wohnung das nehmen und nimmt halt ein bisschen mehr davon. Dann kann man allerdings auch gleich vergessen, auf irgendeine Party zu gehen, weil man total wirr im Kopf wird. Ja. Da hat man dieses Körpergefühl etwas verstärkter. Man hat einen bitteren Geschmack im Mund die ganze Zeit über. Man hat eine sehr starke halluzinatorische Optik, also alles, was in den Augenwinkeln ist. Nicht das, was man ganz klar sehen kann, sondern das, was drumherum ist. Fängt an zu wabbern, bewegt sich, bei jedem Atemzug bewegt sich das mit. Und man hat diesen Nachzieheffekt, wenn man die Arme bewegt, dass es so hinterher zieht. Die Gedanken sind da auch schon sehr wirr und man geht mehr so ein bisschen nach innen, so in sich gekehrter und denkt halt viel nach und was sehe ich denn da überhaupt und was geht denn ab? Und dann schaut man auch gerne mal in Spiegeln und bleibt auch gerne vor dem Spiegel stehen, weil man sich halt so im Gesicht beobachtet. Und diese Gedanken, die man da hat, die kann man halt schlecht beschreiben, weil jeder andere hat. Aber was mir aufgefallen ist, wenn einer in einer Gruppe was sagt, boah krass, siehst du das und das, können das plötzlich alle sehen. Auch wenn es denen vorher nicht aufgefallen ist, plötzlich sehen sie es auch. Also man kann das schon auch ein bisschen steuern. Ne? Von diesen Trips habe ich sehr viele genommen, bis zu diesem Level. Auch von dem anderen davor, da habe ich auch rumprobiert mit der himmelblauen Trichterwinde. Wenn man da eine Packung von diesen Samen kauft und die malt mit einer Gewürzmühle, in eine Tasse packt, mit Wasser aufquellt und dieses, was da drin ist, weiß ich, in einer Stunde was quellen lässt, dann in ein Tuch und da durchpresst, sodass du nur noch eine Flüssigkeit hast und diese Flüssigkeit trinkst, da trinkst du dann Alkaloide mit, die so nach 45 Minuten ungefähr ein Körperfeeling erzeugen wie ein leichter LSD-Trip. Optik, da musst du wahrscheinlich mehr davon nehmen. Habe ich nicht, weil dieses Beigefühl mit ein bisschen Übelkeit versehen war und das hat mir nicht gefallen. Dann bei diesen stärkeren LSD-Trips ist es auch noch so, dass dein Hals, Lunge, Mund, alles verschleimt. Also der Schleim, der eh schon da ist, ist dicker. Man ist dauernd am Husten und am Räuspern, damit das rausgeht, wenn man Angst hat, dass man dann erstickt, irrerweise. Also ich habe das so gehabt, aber ich habe es dabei eingeredet. Die Farben sind viel intensiver, alles strahlt richtig. Aber das Ganze kann sich auch ins Gegenteilige drehen. Und da erzähle ich dann im nächsten Teil drüber. Aber erst will ich noch die etwas zu hohe Dosierung ansprechen. Die ist sehr schwer zu erklären. Und das ist auch nicht für jedermann einfach mal so erstrebenswert. Da sollte man sich schon, wenn man überhaupt ein Psychonaut ist, langsam rantasten und auf gar keinen Fall einfach so alleine für sich. Das ist nicht erstrebenswert. Mit ein paar Leuten zusammen kann man das dann schon machen, wenn da ein Tripsetter dabei ist, der auch notfalls weiß, was er tun muss. Wenn du ein bisschen über diese Dosierung rauskommst, kann dir das passieren, dass du so in dich gehst, dass du Erkenntnisse plötzlich auch hast, die manche als Erleuchtung betiteln. Also ich sag halt einfach, du bist so zu, dass du in dich gehst und dann eins mit dem Universum wirst. So würde ich das beschreiben. Ich würde jetzt nicht erleuchtend sagen, sondern
Man erkennt auch dabei, da trennt man sich von Körper, Bewusstsein und Körper. Man erkennt, dass man eigentlich eins ist mit dem All-Universum und mit der Erde und mit den Pflanzen und mit allem drumherum, was der kreucht und fleucht, und dass man es alles zusammengehört und ineinander gehört. Das erkennst du da. Das ist aber schwer zu verkraften. Also ich kenne eine Person, die das versucht hat und leider dadurch die Psychose dann gekriegt hat, weil er rief halt dann rum und hat halt göttliche Sachen erzählt und musste halt dann auch mit Haldol wieder zurückgeholt werden. Und ja, also es ist wirklich nicht für jedermann. Das ist dann eher so schamanisches Reisen und so. Sollte halt dann nicht jeder tun. Und man sollte sich eher auf dieser Party-Level-Ebene einfinden. Das ist schon manchmal ganz schön heftig genug, wenn er plötzlich alles mehrfarbig ist, wenn man einen Mischkonsum hat mit Alkohol oder mit Cannabis und dann Sachen sieht, die man halt nicht erwartet hat und Angst kriegt. Das ist schon ganz schön heftig zu verkraften und es muss gar nicht sein, dass man dann so viel sich reinhaut. Das ist nicht für jedermann. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum LSD nicht abhängig machen kann. Spätestens am dritten Tag wirkt es nicht mehr. Weil die Sinne und alles ist so überreizt, dass es einfach nicht mehr funktioniert. Du nimmst halt und es geht nicht mehr. Und es ist auch so, dass diese unwirkliche Welt, in die man da so eintaucht, mit seinen Gedanken und alles, man glaubt es ja nicht, man weiß ja, dass das alles nicht echt ist, aber es ist schon sehr optisch, ist es schon sehr realistisch, dass man das Sachen gesehen kann. Da kann man sich wirklich Angst kriegen, weil man plötzlich seinen Augen nicht mehr trauen kann, wenn man merkt, dass die Sinne einen auch täuschen können. Und das ist, ja, halt auch nicht so einfach, dann damit umzugehen, wenn dann vielleicht auch noch ein Idiot dabei ist, der einen Angst macht oder so. Mit Absicht. Ja, unabsichtlich ist okay, dann sagt man das und dann hört man halt auf mit dem, aber absichtlich ist das uncool. Okay, das war's für heute. Peace out.